Hallo, willkommen im zweiten Video zum SIR-Modell. Im ersten Teil haben wir das SIR-Modell kennengelernt und verstanden, wie es zu so einem mathematischen Modell kommt. Jetzt soll es darum gehen, die Modellgleichungen zu lösen. Und wieder weise ich darauf hin, dass diese Materialien lediglich der Anschauung dienen und keine offiziellen Daten enthalten und auch das Modell sehr vereinfacht ist. Insbesondere sind die Daten und die Werte nicht repräsentativ und können nicht für politische Entscheidungen, Meinungsbildung oder entsprechende Maßnahmen verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung dieser Modellrechnungen und die Videos und das Python Notebook werden unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Okay, nachdem wir das geklärt haben, wiederholen wir nur kurz die Gleichungen. Ja. Wir hatten ein System von drei Differentialgleichungen für die Änderungen der Gruppen der Anfälligen, der Infizierten und der Genesenen hergeleitet, zu deren Lösung wir Anfangsdaten, also die Zahlen für S, I und R zum Anfangszeitpunkt und die beiden Wachstumskonstanten C und W hinzugefügt hatten. Wie löst man denn nun so eine komplizierte Gleichung? Wir werden diese Gleichung numerisch lösen, das heißt mit Hilfe eines Algorithmus, der von einem Computer verarbeitet werden kann. Man nennt diesen Schritt die Diskretisierung. Statt einer Ableitung verwenden wir jetzt die Änderung der Größe von beispielsweise der Gruppe S innerhalb eines Zeitintervalls. Betrachten wir also die Veränderung an einem Tag, Delta T. Wir nennen das Delta S. Zunächst haben wir 5,83 Infizierte und 99.994,17 Anfällige pro 100.000 Einwohner. Pro Tag ändert sich diese Zahl mit dem Faktor Delta S pro Delta T gleich minus 2 durch 4,5, das ist unsere Wachstumsrate, mal S durch N mal I. Und das kommt, wenn man für S und N und I die entsprechenden Zahlen einsetzt, auf ungefähr 2,6. Wir haben also zunächst nach einem Tag 2,6 Infizierte mehr pro 100.000 Einwohner oder Anfällige weniger. Und das macht man nun für alle drei Gleichungen. Das stimmt. Und wenn man das getan hat, beginnt man von vorn für den nächsten Tag. Denn nun haben sich die Zahlen für S, I und R ja geändert. Man rechnet so schrittweise bis zu einem gewünschten Zeitpunkt in der Zukunft. Verstehe. Das könnte man ja theoretisch auch selbst auf dem Papier machen, oder? Tatsächlich hat dieses Verfahren der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler 1768 veröffentlicht, lange vor der Erfindung von Computern. Aber heute können wir solch stumpfsinnigen Aufgaben eben Maschinen übergeben. Ich habe ein etwas fortschrittlicheres Verfahren gewählt, das auch genauere Ergebnisse produziert. Im Prinzip funktioniert es aber genauso wie gerade beschrieben. Dann lassen wir das Programm mal laufen. Das geht auf heutigen Computern sehr schnell. Ich habe es so programmiert, dass es gleich eine Grafik erzeugt, auf der wir die zeitlichen Verläufe der drei Gruppengrößen sehen können. In grün und gestrichelt die Anfälligen. In rot die wichtigste Zahl der Infizierten. Und in blau und gepunktet die Anzahl der Genesenen. Oh je! Da ist aber eine ziemlich steile Kurve zu sehen. Ja, das stimmt. Zunächst passiert eigentlich wenig. Die ersten 14 Tage ist die Anzahl der Infizierten sehr niedrig. Aber dann knickt die Kurve recht plötzlich ab und die Infiziertenzahlen steigen sprunghaft an. Das ist typisch. In der frühen Phase einer solchen Epidemie spricht man von einem exponentiellen Wachstum. Allerdings kann das natürlich nicht immer so weitergehen. Irgendwann haben sich fast alle Menschen infiziert. Nach ca. 40 Tagen in unserer Simulation ist die Zahl der Anfälligen fast bei Null angekommen. Und dann erreicht auch die Anzahl der Infizierten ihren Höhepunkt. Danach nimmt diese Zahl ab und gleichzeitig steigt die Anzahl der Genesenen. Ganz am Ende, nach etwa 100 Tagen in unserer Beispielrechnung, ist die Epidemie vorbei. Es gibt keine Infizierten mehr, aber auch fast keine Anfälligen, weil ja alle jetzt immun sind. Aber warum soll man denn jetzt nicht vor die Tür gehen? Was haben alle diese Maßnahmen mit unserer Kurve zu tun? Die Kurve zeigt uns, dass wir am Höhepunkt der Epidemie um die 50.000 Infizierte pro 100.000 Einwohner haben. Also die Hälfte aller Menschen wäre krank. Das kann kein Land durchhalten. Also versucht man, diese Kurve flacher zu bekommen.
Und das erreicht man im Moment ausschließlich, indem man die Infektionsrate, also unsere Konstante C, herunterdrückt. Wenn man nämlich Kontakte zwischen Menschen vermeidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Anfälliger auf einen Infizierten trifft, kleiner. Und damit stecken sich pro Tag weniger Menschen an. Wir können das in unserem Modell einmal durchspielen. Tja, das ist natürlich praktisch. Wenn wir ein mathematisches Modell im Computer haben, können wir alle möglichen Szenarien durchspielen, ohne dass sich ein einziger Mensch infiziert. Ich habe jetzt mal die Infektionsrate halbiert und nur die Kurven der Infizierten gegenübergestellt. Rot ist die ursprüngliche Kurve und grün gestrichelt die Kurve mit der halbierten Infektionsrate. Wir sehen, dass der Höhepunkt der Epidemie jetzt verschoben ist, nämlich erst so um den 80. Tag. Dafür sind gleichzeitig nur noch etwa 25.000 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt etwa gleich. Wir erinnern uns, dass ja die gesamte Anzahl Personen sich nicht ändern kann. Aber dafür wird das Gesundheitssystem weniger stark ausgelastet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Empfehlungen und Regeln aus der Wissenschaft und Politik wirklich befolgen. Hände waschen, so wenige Kontakte wie möglich, keine größeren Menschengruppen, keine Feste oder Clubpartys. Leider ja, aber wir sehen auch, dass es eine Zeit danach gibt. Die Epidemie dauert nicht ewig, sondern immer nur einige Wochen. Wir müssen also Geduld haben. Das stimmt. Und nun haben wir die Mathematik hinter einer Epidemie erklärt. Hoffentlich hat es euch auch gefallen. Wir haben jedenfalls alle zusammen einiges bei der Erstellung dieses Videos gelernt. Gerne könnt ihr diese Informationen auch weitergeben. Tschüss!